Wenn die aktiven Spritzer am Start sind, bin ich jetzt auch. Euer iPlay PS4 wieder hier. Heute zeige ich euch einen kleinen Glitch, wie ihr die Kopfmütze auf jedes Outfit übertragen könnt. Es ist ziemlich easy, Leute. Ihr müsst halt erstmal das Kopf-Outfit ausgewählt haben. Dann könnt ihr irgendein anderes Outfit auswählen. Müsst dann auf dem Motorrad draufsteigen und dann so lange warten, bis ihr den Helm aufsetzt. Und dann müsst ihr halt wieder absteigen, dann wieder Accessoires und dann direkt wieder auf das Outfit drauf gehen. Es ist total easy, Leute. Also man kann da wirklich nichts falsch machen. Ich habe es beim First Try schon geschafft und ja, man kann das halt natürlich auch abspeichern. Das werde ich euch jetzt gleich wohl zeigen. Aber eine kleine Information am Rande. Ich möchte gerne jemanden erwähnen. Und zwar ist das Xtar. Ich werde den auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, erstmal an dich, Digga. Danke, dass du es gemacht hast, dass du mich erwähnt hast und mich verlinkt hast. Auf jeden Fall Respekt an dich, Digga. Und ja, besucht ihn auf jeden Fall mal und haut mal irgendeine Kommentare raus. Hashtag iPlayPS4Army oder Hashtag iPlay ist wieder da oder was auch immer. Also lasst euch was einfallen, damit er halt weiß, dass ihr von mir kommt. Und ja, bei dem Glitch kann man halt ein bisschen variieren mit Masken. Also ist ziemlich lustig und total easy, Leute. Und ja, ich bedanke mich auch mal erstmal recht herzlich an den Exo, dass er halt so ein guter Bro ist. Und ja, Sonntag findet ja das Tuning-Treffen statt. Ich würde mich auch ziemlich drüber freuen, wenn wir die Lobby voll kriegen. Und ja, ich bin jetzt erstmal raus, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wer neu auf meinem Kanal ist, kann mir gerne ein Abo dalassen. Ist wie immer kostenlos und man sieht sich auf jeden Fall im nächsten Video. Ich bin raus, Leute. Haut da rein. Ciao.